was bisher geschah. Die Brüder kommen an der Forschungsstation an und sind fasziniert von den Dinosauriern. Und auch das erste Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten. Ein Brachiosaurus wird von einem Velociraptor angegriffen. Max ist auf dem Weg zum Brachiosaurus. Dank Yuki hat er einen Schlingfrequenzstab dabei. Wird es ihm gelingen, den Velociraptor abzuwehren? Oh nein, Max ist gestürzt! Los, steh auf! Flynn hat den Bogen schnell raus. Volltreffer! Geschafft! Und du musst dich erstmal beruhigen. Egal ob Fleisch- oder Pflanzenfresser, Team Dino ist für alle da. Zum Glück weiß Yuki so viel und hilft den Brüdern, ihr eigenes Dino-Wissen aufzubauen. Velociraptoren haben einen exzellenten Geruchssinn und können bis zu 38 Stundenkilometer schnell rennen. Nanu, bist du uns etwa heimlich gefolgt? Anhand der Zähne erkennen Paläontologen, ob ein Dinosaurier Fleisch- oder Pflanzenfresser ist. Der Brachiosaurus ist ein Pflanzenfresser. Da von seiner Herde jede Spur fehlt, darf er so lange in der Station bleiben, bis sie zurückkehrt. Aber jetzt müssen sich die Brüder erstmal um die Technik kümmern. Schaut mal da hinten! Oh, ein Dino-Baby! Wo kommt das Kleine denn her? Yuki erklärt, dass es ein Seichania-Baby ist. Eine Gattung von Vogelbeckendinosauriern aus der Gruppe der Ankylosaurus. Oh nein, der Velociraptor bricht aus! Hey, lass es in Ruhe! Schnell, er will sich das Baby schnappen! Oh nein, schieß doch mal! Zurück mit dir in die Station! Ja, gut so. Wir wollen dir nur helfen. Toll gemacht, Jungs. Dann lasst uns jetzt das Kleine suchen. Da hinten! Alles wieder gut, Kleines. Du bist in Sicherheit. Ach, Team Dino hat es mal wieder geschafft. Aber können sie auch die Mama des kleinen Dinosauriers wiederfinden?